Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute soll es um ein neues Feature gehen, was mit dem letzten Update von Lightroom Classic CC rausgekommen ist, nämlich HDR-Panorama. Jetzt kann ich nämlich ohne große Umwege ganz schnell ein HDR-Panorama erstellen. Und wie das funktioniert, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und los geht's. HDR-Panorama, das war früher ein echt schwieriges Unterfangen. Denn wenn wir das gemacht haben, dann haben wir ein Panorama aufgenommen und dabei auch noch verschiedene Belichtungen. Das bedeutet eine Unterbelichtung, eine Überbelichtung, eine Normalbelichtung. Manche haben sogar 5 Aufnahmen gemacht, das heißt 2 Unterbelichtungen, 2 Überbelichtungen. Das heißt, ich habe dann so 3 oder 5 Fotos gemacht und dann habe ich die Kamera weiter bewegt. Und immer so weiter. Und dann war es so, dass man entweder aus einer Belichtungsreihe alle 3 oder 5 Bilder genommen hat und die zu einem HDR zusammengefügt hat. Das hat man dann mit allen Aufnahmen gemacht und dann hat man die am Ende zu einem Panorama zusammengesetzt. Oder genau andersrum, man hat erst aus zum Beispiel allen Normalbelichtungen ein Panorama erstellt, aus allen Unterbelichtungen ein Panorama erstellt und das dann wieder zu einem HDR zusammengefügt. Egal welchen Weg man gegangen ist, es war sehr zeitaufwendig. Und das ist in der neuen Version von Lightroom CC Classic nicht mehr nötig, denn wir können jetzt einfach alle Bilder nehmen, die zusammenwerfen und daraus wird automatisch ein HDR-Panorama gemacht. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt hier mal einen Ordner aufgemacht, das war bei einem Berlin-Workshop, den ich gegeben habe. Und da waren wir morgens zum Sonnenaufgang, beziehungsweise hier war es noch die blaue Stunde, unterwegs in Berlin am Gendarmenmarkt und ich habe hier mal ein HDR-Panorama gemacht. Bedeutet, ich hatte hier, du siehst es auch immer schon, eine Normalbelichtung, dann hatte ich eine Unterbelichtung und eine Überbelichtung. Und dann habe ich die Kamera weitergedreht. Hier wieder eine Normalbelichtung, eine Unterbelichtung, eine Überbelichtung und so weiter. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt hier alle Fotos mal zusammennehme, dann siehst du, dass wir hier insgesamt 24 Bilder haben. Das bedeutet, ich habe jeweils eine Dreierbelichtungsreihe gemacht. Also wir haben 8 Aufnahmen quasi gemacht, wo ich die Kamera mal weitergedreht habe. A3 Bilder für meine Belichtungsreihe, beziehungsweise dann das HDR am Ende. Und ja, wie gesagt, früher hätte ich das jetzt so machen müssen. Ich hätte jetzt diese 3 Bilder hier nehmen müssen, die ersten 3 zum Beispiel hier. Dann hätte ich hier auf Rechtsklick gemacht. Und dann Zusammenfügen von Fotos HDR. Das hätte ich jetzt mit den nächsten 7 Grüppchen auch noch gemacht und dann hätte ich daraus ein Panorama gemacht. Jetzt ist es möglich, dass wir, wie gesagt, alle Bilder hier einfach auswählen, auf Rechtsklick klicken und dann sagen Zusammenfügen von Fotos HDR Panorama. Und natürlich dauert das jetzt auch eine ganze Weile. Lightroom braucht jetzt hier natürlich auch ein bisschen Zeit, um daraus so ein HDR Panorama zu erstellen. Aber wir sparen eine ganze Menge Zeit und Lightroom macht das alles automatisch. Und der größte Vorteil an dieser Geschichte ist jetzt auch noch, dass daraus wieder eine RAW-Datei entsteht. Also nicht wie zum Beispiel in Photoshop, dass wir daraus eine TIFF-Datei bekommen, sondern es wird danach auch wieder eine RAW-Datei sein, die wir dann genauso weiter bearbeiten können, als wäre es ein einzelnes Foto. Und wir warten jetzt einfach mal ab, was hier mit diesem Foto passiert. Du hörst es vielleicht auch schon so ein bisschen im Hintergrund. Die Lüfter von dem Rechner gehen jetzt richtig laut an. Und natürlich braucht hier Lightroom jetzt auch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Ich meine, es sind immerhin 24 Fotos, jeweils mit 36 Megapixel Auflösung. Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Ich denke mal, so am Ende werden wir so ein knappes 100 Megapixel Foto haben. Aber natürlich haben wir dann auch alle Möglichkeiten mit den Lichtern, mit den Schatten von einem richtigen HDR. Hey, wir sind fertig. Lightroom hat es geschafft und hat uns hier eine Vorschau für dieses HDR-Panorama erstellt. Wir können uns jetzt hier auch ganz normal, wie wenn wir ein normales Panorama erstellen, uns aussuchen, soll das kugelförmig, zylindrisch oder perspektivisch sein. In meinem Fall, ich nehme immer kugelförmig hier. Die Randverkrümmung hier natürlich auch wieder auf 100. Ihr kennt das schon, wenn ich ein Panorama erstelle, ich mache das eigentlich immer auf 100. Also eigentlich müsste diese Option hier gar nicht vorhanden sein. Automatisches Freistellen ist auch angewählt, damit wir hier nicht die Ränder drin haben, wobei das jetzt hier schon so vollkommen in Ordnung ist. Ja? Und jetzt kann ich hier einfach auf Zusammenfügen klicken. Und dann wird jetzt hier dieses HDR-Panorama erstellt. Mann, der Schreibtisch ist unordentlich ohne Ende hier. Ist alles dreckig. Muss ich mal wieder sauber machen hier. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. StefanSchäfer90, da poste ich immer meine neuesten Fotos. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Lightroom ist fertig und hat jetzt hier eine neue DNG-Datei erstellt. DNG, das ist ja das RAW-Format quasi von Adobe direkt. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine
neue RAW-Datei, mit der wir arbeiten können. Insgesamt sieht das Bild jetzt hier noch gerade sehr dunkel aus. Das werde ich jetzt hier mal ändern. Als erstes mal die Kalibrierung, die Prozessversion. Das ist übrigens auch eine Neuerung. Es gibt jetzt eine Version 5. Das ist jetzt nicht ein so großer Unterschied. Hauptsächlich geht es in dieser Prozessversion darum, dass man mit hohen ISO-Werten besser arbeiten kann, beziehungsweise die werden besser verarbeitet. Also wenn du ein Bild hast, was hohe ISO-Werte hat, dann kann dieser RAW-Converter das jetzt besser verarbeiten. Und sie haben ein bisschen was an dem Dunstentfernregler verbessert. Das ist auch noch eine Geschichte, aber ansonsten ist es nicht viel. Ja? Ich möchte dir jetzt aber trotzdem zeigen, anhand dieses Bildes, wie ich das Ganze noch ein bisschen bearbeiten würde. Also insgesamt ist es mir noch viel zu dunkel. Ich hält das jetzt hier mal wirklich ein bisschen auf. Ungefähr so, naja, eine Blendenstufe. Die Temperatur werde ich auch noch ein bisschen nach oben bringen, weil mir der Himmel ein bisschen zu blau erscheint. Ja, ungefähr so. 3600 Kelvin sieht ganz gut aus. Dann werde ich natürlich noch die Tiefen etwas aufhellen, die Lichter etwas abdunkeln. Hier, wir haben ja jetzt ganz viel Spielraum hier. Schaut mal, wie weit wir das jetzt hier drehen können. Ja, das ist natürlich zu doll, aber so auf ungefähr minus 50 kann ich die schon stellen und die Tiefen kann ich auf plus 50 aufhellen. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kann ich jetzt hier noch meine Weißtöne setzen. Mit gedrückter Alt-Taste mache ich das Ganze, damit ich hier auch direkt in der Maskenansicht sehe, ob die Werte schon anstoßen an den jeweiligen 100% Schwarz- oder Weißtönen. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Was ich mal auf jeden Fall noch machen möchte, ist die Objektivkorrektur aktivieren. Einfach um zu gucken, ob jetzt hier die Wölbung schon so ein bisschen rausgehen. Ja, so ein bisschen, nicht wirklich viel. Chromatische Aberration entferne ich mal auch noch. Und dann gehe ich hier auf jeden Fall noch rein, werde das ganze Bild schärfen. So ein Standardwert von 80 bis 90 ungefähr. Das Ganze wird natürlich auch wieder ein bisschen ausmaskiert. Auch hier drücke ich wieder die Alt-Taste und dann siehst du schon, alles was weiß ist, wird noch geschärft. Alles was schwarz ist, bleibt von der Schärfe unbetroffen. So, ich werde jetzt hier insgesamt, glaube ich, mal das ganze Panorama noch so ein bisschen weiter hier zusammenführen, weil hier die Eingangstüren, die brauche ich eigentlich nicht. Hier so in dem Bereich, das gefällt mir so ganz gut. Dann klicke ich hier einfach mal auf Fertig. Ja, so sieht es für mich deutlich besser aus, dass man hier nicht ganz so viel noch drumherum hat. Und das Format gefällt mir auch einfach besser. Ja, es sollte nicht zu panoramaartig sein, sondern so ein bisschen ein Format, was man noch irgendwo sich anschauen kann, ist schon ganz wichtig dabei. Insgesamt gebe ich noch ein bisschen Kontrast hinzu und ich finde irgendwie auch immer noch, dass das Ganze hier so ein bisschen zu blaustichig ist. Also so ein bisschen gehe ich noch hoch in der Farbtemperatur auf ungefähr 4000. Ja, gefällt mir ganz gut. Und jetzt gehen wir mal in die HSL-Tabelle noch rein. Und hier werde ich einfach mal die Sättigung von dem Blau noch so ein bisschen rausnehmen. Ja, weil das ist mir einfach zu viel hier. Genauso die Sättigung von dem Orange ist ein bisschen zu krass. Ich werde auch insgesamt das Orange so ein bisschen mehr in die Rottöne noch leiten. Ja, nicht zu viel, aber so ein bisschen. Die Rottöne packe ich mir so ein bisschen mehr Richtung Orange, einfach um das so ein bisschen anzugleichen. Und die Blauwerte, ja, so ein kleines bisschen weiter Richtung Aquamarin, ungefähr minus 20. Gefällt mir auch ganz gut. Dann werde ich mal hier die Sättigung von den Aquamarinwerten auch noch so ein bisschen runternehmen. Die Blausättigung noch ein bisschen weiter runter. Und auch die Lila- und Magenta-Sättigung geht hier noch so ein bisschen weiter runter, weil es gefällt mir hier auf dem Boden nicht ganz so sehr. Okay, das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt werde ich mal in die Gradationskurve noch reingehen und so einen leichten Matt-Look noch mit dazugeben. Indem ich jetzt hier so eine kleine S-Kurve mit reinbaue. Ganz oben hier die Weißwerte nehme ich so ein bisschen raus. Auch das ist ganz schön. Und was wir jetzt noch machen können, ist hier in das Transformieren-Werkzeug reingehen. Ich gehe jetzt hier mal auf Auto, dann wird das Ganze noch ein bisschen gerade ausgerichtet. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Perfekt. Und in die Kalibrierung gehe ich auf jeden Fall nochmal rein und werde jetzt hier mal schauen, wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen meine Farbwerte verändere. Einfach mal, ja, die Richtung auf keinen Fall. Eher so ein bisschen ins Negative hier mit dem Blau. Beim Rot. Ah. Schauen wir mal, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn wir es so ein bisschen ins Negative ziehen, auch nicht zu doll. Und natürlich muss hier auch die Sättigung so ein bisschen raus, genauso bei den Blauwerten auch. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Die Schatten hier so ein bisschen weiter Richtung Grün, aber auch nur so minus 1 oder minus 2. Ich finde es insgesamt immer noch ein bisschen zu dunkel, muss ich sagen, obwohl es ja, ja Sonnenaufgang war. Aber so ein kleines bisschen ziehe ich die Belichtung noch hoch. Den Kontrast ziehe ich noch ein bisschen höher. Ein bisschen Klarheit gebe ich noch mit rein. Ungefähr plus 10 oder plus 11. Ein bisschen Dunst entfernen. Die Lichter, die kann man noch ein bisschen weiter abdunkeln. Das ist sonst zu hell. Ja, so langsam wird es ja etwas. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Foto, muss ich zugeben. Vielleicht habt ihr da noch eine Möglichkeit oder ihr seht vielleicht noch eine Möglichkeit, wie man es besser gestalten kann. Ich gehe mal hier mit der Farbtemperatur noch weiter nach oben. Wobei mir jetzt das Blau ein bisschen
zu stark rausgenommen wurde. Da nehme ich mal die Sättigung wieder ein bisschen zurück. Also ihr seht, das ist jetzt hier so ein bisschen Try and Error. Ne? Ich werde jetzt auch die Farbigkeit von dem Blau wieder ein bisschen zurückstellen. Es gefällt mir doch besser, wenn es jetzt hier so ein bisschen bläulicher ist. Vielleicht nehme ich insgesamt die Luminanz von dem Blau ein bisschen raus. Ja, dass wir hier einfach noch ein bisschen mehr sehen, ist das blaue Stunde. So ist es schon deutlich besser. Ja, das gefällt mir besser. Ja, also ich glaube, es war hier wirklich tatsächlich das Problem, dass das Blau hier der Himmel schon zu hell jetzt war durch die Aufhellung. Das habe ich jetzt hier mal wieder ein bisschen zurückgenommen und jetzt passt hier die Farbigkeit, die Temperatur und so weiter auch ganz gut zusammen. Wir haben jetzt hier noch so Kleinigkeiten. Wir könnten jetzt hier in Photoshop zum Beispiel noch so einzelne Menschen hier rausnehmen, die jetzt hier noch auffallen. Wobei mich das jetzt hier gar nicht großartig stört, denn hier im Vordergrund ist eigentlich alles in Ordnung. Man könnte jetzt hier natürlich auch noch so ein bisschen gucken, ob man hier so ein bisschen den Boden retuschiert. Aber auch das ist eigentlich eine Sache, die ich dann tatsächlich eher in Photoshop machen würde. Ansonsten gefällt mir das Bild jetzt hier schon so ganz gut. Und ja, ich würde sagen, das war's zum Thema HDR-Panorama erstellen. Ich hoffe, du konntest aus dem Video ein bisschen was lernen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen zu dem Thema hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und dann probiere ich die natürlich noch zu beantworten. Ansonsten abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen willst. Abonniere auch meinen Instagram-Kanal, denn da siehst du alle Fotos, die ich so poste. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!